Ich zeige euch mit den Lint 46, wie man beispielsweise Repaint installieren könnt. Ich habe zum Beispiel hier eine 640, ein Repaint für Landesbahn mal installiert. Habe ich auch drauf. Aber ich zeige euch mal was anderes. Ist auch ein Repaint. Und das würde ich euch mal zeigen. So, geht man hier unser Download-Verzeichnis hier. So, rüberschieben. So, das ist die andere Version hier. Und dazu braucht ihr den Zug. Den braucht ihr auf jeden Fall. Da braucht ihr den 640. Passt. Den braucht ihr. Wenn nicht, dann einfach mal schauen. So, dann fangen wir mal Installation an. Wir brauchen natürlich den Hauptverzeichnis, dass wir natürlich auch hier den Ordner hier. Ich habe hier Ordner, den entpacken wir jetzt hier. Schön entpacken hier. Zack. Dann den Archiv braucht ihr nicht mehr. Den habt ihr mich. Und Installation ist ja Kinder einfach. Und habt ihr, kriegt ihr den Ordner halt. Ne? Installation, wie das so ist. Und so halt, ne? Aber ihr wisst, da gehen wir hier auf Öffnen. Kann zwei Methoden machen. Mit einem Paket Installer machen. Aber der ist ja auch, wer weiß er nochmal. Moment mal. Der ist Utilitix. Das ist der Paketinstaller. Damit könnt ihr euch hier installieren. Also damit könnt ihr installieren. Oder einfach manuell. Ich mag persönlich meine Bande Rail Traction. Da geht man hier rein. Und da finden wir unter einem Namen Rail Traction. So, genau diese Ordner, und bitte nicht wundern, dass hier 40 oder so eine Art, das ist eine andere Bezeichnung. Und bitte lasst euch nicht verwirren. Oh, was ist das denn hier? Ach komm, löschen, das brauchen wir nicht mehr. So, das halt, ne? So, wer weiter kriegt diesen Ordner. Wir kriegen diese zum Sachen vollgespammt. Und hier rein, einfach mal hier rein, die für die, dass sie sichtbar sind. Und dann kriegt ihr diesen Ordner halt, ne? Kriegt diese Ordner hier, zieht ihr rüber, zack, den zieht ihr jetzt hier rüber. Und dann müssen wir auch sichtbar machen. Wir gehen aus dem Ordner, wir ziehen uns, kopieren wir uns aus den anderen hier diesen Ordner rüber. Und wenn das ist, dann ist alles gut, dann hast du alles hier gemacht worden. Und das zu zeigen, müssen wir erstmal den Spiel öffnen. Ja, das Installation 41 ist natürlich halt, den müsst ihr auch ein bisschen was kopieren. Bei anderen Versionen musst du eine Sache noch was reinkopieren, weil die Teile unterscheiden gegen, dass er Ticken kürzer geworden ist, weil der hat, kann es auch verlängern und so. Und jetzt zeige ich euch das mal. Und ja. Und wenn das so geklappt hat, dann muss er eigentlich hier erscheinen. Oh man, man juckt, was ein bisschen juckt. Schnelles Spiel. Und wir haben natürlich diesen hier, habe ich den auch installiert hier. Aber wir gehen jetzt hier rein. Das dauert einen kleinen Moment. Es sind so viele Sachen drin. Hm, dauert ein bisschen. Mhm. Also, wir würden jetzt mal ihn finden. Da ist er. Wir können jetzt alle zwei Traktionen mal sehen. Ich mache auch bei S-Bahn Rhein-Main. Kann ich mal zeigen. Feedback, da, zack. Schade, dass er auch kein Kassel oder gibt. Auch kein Dreiser, auch kein Gießen, auch kein Marburg. Das würde ich gerne interessieren.
Das würde ich gerne auch haben. Schön meinen Weserbahn fahren. Wo ich hier komme. Aber wird eher schwierig werden. Mit Stationen und solche Sachen. Wollen wir mal die Design von OBS dunkel machen. Standard? Wie sieht das aus? Es dauert einen kleinen Moment. Jetzt ist alles besser eingefärbt. Jetzt kann man es besser erkennen. Jetzt sind wir gleich im Freepack gespawnt. Ich wollte es einfach mal gezeigt haben. So, jetzt habe ich so ein Klacken gehört und jetzt ist er fertig. Meine Güte, das hat ein bisschen gedauert. Aber ich wollte S-Bahn Rhein-Main hier zeigen. Hier fährt er auch mal rum. Hier sieht er ganz gut aus. Hier machen wir mal das hier weg. Boah, steck mal den Schlüssel rein. Zack, Schlüssel rein. Kannst du hier. Zeig das hier mal. Das hier funktioniert hier. Kannst du das anmachen hier? So, funktioniert doch hier. Aber Motor aus, ja, es stört. Komm, löst doch dich. So, jetzt mal Tür auf hier. Und der funktioniert. Und seht ihr, er funktioniert auch hier auf der Strecke. Und man kann ja auch die ZZA hier umstellen. Ja, das funktioniert ja auch damit. Das ist ein kleines Gimmick. Aber erst hier die ganzen Strecken, die wir kennen. Ach, tragen wir mal Dillenburg an. Und das ist ja Hessische Landesbahn. Auch genannt Hessenbahn. Hessische Landesbahn. HLB. Das ist natürlich, funktioniert ja auch alles. Und ihr könnt damit fahren. Und so habe ich es euch gezeigt, wie man die installieren tut. Und so habe ich es euch gezeigt. Machen wir mal ein Bild. Was es natürlich halt gibt, ne? Ich mache mal ein Bild hier. Und ne? So, das war's. Viel Spaß damit.